Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Gedes Nähstunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Taschenbaumler näht. Fast alle meine selbstgenähten Taschen haben einen Taschenbaumler. So auch diese Tasche, die habe ich im letzten Sommer genäht. Da hatte ich mir ein Kleid gekauft und da habe ich mir die Tasche passend dazu genäht. Und dann habe ich diese Tasche mit einem Taschenbaumler versehen. Dieser Taschenbaumler ist rund im Shabby-Chic-Look und ich habe ihn mit Lavendelblüten gefüllt. Und wie ich so einen Taschenbaumler nähe, das zeige ich euch heute. Im Moment nähe ich mir gerade diese Schultertasche, eine etwas kleinere Einkaufstasche. Und für diese Schultertasche möchte ich mir einen Taschenbaumler nähen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich den Taschenbaumler in Form eines Sechseckes nähe. Dazu habe ich mir aus Stoff zwei Sechsecke zugeschnitten mit einer Seitenlänge von 7 cm. Ihr könnt euch so ein Sechseck frei Hand aufzeichnen oder wenn ihr zufällig eine leere Ferrero-Schachtel habt, könnt ihr die auch auf den Stoff legen, drumrum malen, dann habt ihr auch ein Sechseck. Ich brauche also zwei von diesen Sechsecken mit der Seitenlänge 7 cm. Und dann brauche ich ein kleines Sechseck mit der Seitenlänge von gut 2 cm. Das kleine Sechseck wird nachher auf die Vorderseite des Taschenbaumlers appliziert und deshalb werde ich das kleine Sechseck aus diesem bunten Stoff zuschneiden. Hier ist ja etwas Blaues drin und zu meiner Tasche passt das ganz gut in Blau. Deshalb habe ich hier auf die Rückseite Bondaweb aufgebügelt. Das ist ein Papier mit Klebeseiten. Das kann man so auf den Stoff aufbügeln und dann kann man das Sechseck ausschneiden. Hier habe ich mir das kleine Sechseck ausgeschnitten, auf der Rückseite mit Bondaweb. Und jetzt kann man mit dem Nahtrenner hier vorsichtig einmal einritzen und dann kann man das Bondaweb so abziehen. Dann sieht das so aus. Und dann kann das kleine Sechseck auf das große Sechseck aufgebügelt werden. Dazu habe ich das große Sechseck einmal so gefaltet und einmal so rum, damit ich hier den Mittelpunkt habe. Und dann kann ich mir das kleine Sechseck so auflegen und aufbügeln, damit es schön in der Mitte ist. Jetzt habe ich das kleine Sechseck auf dem großen Sechseck festgebügelt und jetzt nehme ich etwas Spitze und die nähe ich mit der Hand hier einmal ganz drumherum fest. Ich habe jetzt die Spitze mit der Hand angenäht und jetzt werde ich noch drei kleine blaue Perlen hier an die Seite in die Spitze nähen. Nachdem die Perlen aufgenäht wurden, werden die beiden Stoffsechsecke zusammengenäht und vor dem Zusammennähen wird ein Bändchen eingelegt, damit man den Taschenbaumler nachher auch an der Tasche befestigen kann. Einmal so in der Mitte feststecken und dann hier in der Mitte auch noch mal etwas feststecken, damit man dieses Bändchen nicht mit einnäht, wenn man die beiden Sechsecke zusammennäht. So das Bändchen feststecken, dann das zweite Stoffsechseck rechts auf rechts auflegen, feststecken und dann wird das ganze Füßchen breit zusammengenäht mit einem ganz normalen Geradstich, Stichlänge 2,5, aber an einer Seite nicht vergessen eine Wendeöffnung lassen von ungefähr 5 cm. Also nur bis knapp um die Ecken nähen und dann hier schon die Wendeöffnung lassen und am Anfang und am Ende der Wendeöffnung das Verriegeln nicht vergessen. Jetzt habe ich beide Sechsecke zusammengenäht und hier unten eine kleine Wendeöffnung gelassen und jetzt können vorsichtig die Nahtzugaben zurückgeschnitten werden, bis 2-3 mm vor die Naht schneiden, die Ecken abschneiden, aber nicht die Nahtzugabe an der Wendeöffnung zurückschneiden. Wenn das alles soweit zurückgeschnitten ist, dann kann das Sechseck gewendet werden.
Jetzt ist der Taschenbaum blau gefüllt mit Rosenblättern. Ihr könnt da auch getrocknete Rosenblätter reintun oder Lavendel. Oder wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, könnt ihr auch einfach Bastelwatte nehmen und die einfüllen. Und nach dem Füllen wird die Wendeöffnung ein bisschen nach innen geschlagen und dann wird die Wendeöffnung mit der Hand zugenäht. Mit dem Schließen der Wendenaht ist mein Taschenbaumlauf fertig. Und jetzt kann ich ihn an meine Tasche hängen. Dazu ziehe ich das Bändchen einfach hier durch, ziehe das einmal über den Taschenbaumler und schon hängt er an der Tasche. Dies ist jetzt ein sechseckiger Taschenbaumler. Ihr könnt ihn auch rund nähen oder in Herzform applizieren, mit oder ohne Spitze, mit oder ohne Perlen. Füllen mit Duftblättchen oder Lavendel oder mit Watte, das ist ganz egal. Ich wollte euch nur mal so eine Idee von einem Taschenbaumler zeigen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wenn ihr den Taschenbaumler nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!